Sieht ein bisschen merkwürdig aus, oder? Der Hut, ne? Also irgendwie sieht er heute. Wartet mal. Da kann man den ein bisschen rumknicken hier, sodass er. Ah! Dafür ist er ja hier da, der Hut. Dass er wieder rumgeknickt wird. Egal. Mütze ist auf. Knorke ist da. ATS ebenfalls. Und ja, wir suchen uns einen neuen Auftrag. Erstmal, hallo. Ich bin der Captain Knorke und ihr seid hier bei einer neuen Folge von Knorke versus American Truck Simulator. So, okay. Wir haben unsere Fracht abgegeben, sind dann hier irgendwo in Holburg, genau, Holburg sind wir, und wir fahren dann natürlich wieder das. Das bringt viel Geld, sehe ich. Ich glaube, das Ding nehmen wir. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, wie müde wir sind. Das ist uns jetzt aber egal. Wir fahren das. Nehme ich. Weil ich glaube, das Ding ist auch gleich hier, ne? So, ziehen wir einfach mal hier kurz rückwärts rein. Zu diesem Trigger, den wir echt schlecht erreichen. Jetzt haben wir ihn tatsächlich. Okay. Ja, wir möchten gerne eine Fracht haben. Wir möchten gerne eine Fracht haben. Ihr wisst schon. Und wir möchten gerne 27.000 Dollar verdienen. Das hätten wir wirklich gern. Auch wenn wir unterwegs ein bisschen tanken müssen. Aber ansonsten, ich guck mal, Ton. Müsste eigentlich, sollte, ne? Okay. Genommen, Freunde. Und wo steht das gute Stück? Steht da fast perfekt, oder? Hätte man dir die vorher wegbringen können? Der stand uns doch im Weg, als wir hier eingeparkt hatten. Das war auch eine ganz üble Nummer. Moment, ich glaube, wir stoßen an, das wäre nicht so gut. Toxic. Ja, ich mag Britney Spears. Immer noch. So, okay. Das reicht nicht. Das war dumm. Aber okay. So, jetzt aber. Jetzt kriegt man unseren Tank. Ach, ich sehe, wir sind ja ausgeschlafen fast und fast voll getankt. Also kann doch gar nichts mehr schief gehen, oder? Außer dass wir hier den Tanker nicht treffen. Wir haben ihn. Komm, 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 vorwärts. Auf geht's, Freunde. Der Blinker ist angeworfen. Und wir haben Verkehr. Den lassen wir jetzt noch durch. Und dann ziehen wir volle Kanne. Volle Kanne! So wie das echte Trucker machen. Brumm, 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 okay, hier ist er, hey, yo, hey, yo, nee, so, boom, 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 ne? Egal. Boom, 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 I want you in my room. Lieber nicht singen. Es kann ja passieren, dass es doch gut genug klingt, dass YouTube einen Content-Treffer findet. Das ist doof. Oder wäre doof. So, okay, wir haben noch ein Stück, bevor wir rum müssen. Nee, hier sind 65 erlaubt. Ich traue mich nicht, die 65 zu fahren. Weil wir hier rum müssen und es könnte sein, dass hier irgendjemand auch rum möchte. Der hat jetzt allerdings ziemliches Pech gehabt, weil jetzt bin ich zuerst hier. Sehr schön, okay. Das funktioniert wundervoll. Wundervoll. Stimmt, das war hier ganz schön komisch. War ja hier so ein bisschen komisch geregelt, ne, mit den Dingens. Und ja, ich sehe es gerade in meiner Aufnahme. Es ist bei mir noch ziemlich dunkel. Oder es ist mehr oder weniger Nacht. Es ist mehr oder weniger Nacht. Deshalb ist das Licht so komisch und wir haben. Ach ja. Stimmt, wir haben noch einen Kredit, den wir abbezahlen müssen. Aber die Raten sind jetzt geringer geworden. Wir haben nur noch einen Kredit laufen. Die anderen haben wir jetzt ja schon bezahlt. Und ja, ich hoffe mal, dass wir so schneller weiter ins Plus kommen. Und dass wir innerhalb der nächsten 20 Folgen es vielleicht sogar schaffen. Oh, wir waren zu schnell, wir waren zu schnell, wir waren zu schnell. Nein, 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 es tut mir alles leid. Alles, was wir jemals getan haben, tut mir leid. Oh, das war eng. Hätte durchaus schief gehen können. Ja, vielleicht kriegen wir es hin, dass wir in den nächsten 20 Folgen tatsächlich unseren, hast du die Vorfahrt rechts vor links oder was? Ist hier rechts vor links? Du wartest da wohl, oder?
Okay. Dass wir vielleicht unseren Kredit abbezahlen können. Weil so viel ist es ja, glaube ich, nicht mehr, ne? Wie viel Kredit hatten wir? Haben wir schon das letzte schon mal nachgeguckt. 217.000 sind noch offen. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Okay, wir nutzen. Ich glaube, der will uns nicht. Der hat keine Chance. Der muss uns hier drauf lassen auf die Spur. Das ist meine Spur. Meine! Okay. Also, sind nur noch 800 Meilen zu fahren. Das könnte sogar ein ganzer Abonnent sein, oder? In der Challenge. Könnt ihr mal jetzt probieren, wie viele Folgen wir brauchen, bis wir diese Meilen abgefahren sind, um festzustellen, wie viele Folgen wir im Allgemeinen etwa brauchen würden. Das kann nicht hundertprozentig sein. Jede Strecke ist anders. Jede Strecke hat mehr Verkehr oder weniger Verkehr. Und jede Strecke hat andere Geschwindigkeitsbegrenzungen oder mehr Orte zwischendrin. Aber so ungefähr. Ich tendiere ja, dass wir da irgendwie... Das ist jetzt nicht gut. Sowas zum Beispiel, ja? Das... Der kann sich nicht entscheiden, ob er mich überholen wollte oder nicht oder was. Egal. Na, also sowas kann ja zum Beispiel auch passieren, dass die einfach... dass wir ein bisschen warten auf unsere Verkehrsmitkollegen Fahrer. Im Straßenverkehr sollte man auch ein bisschen freundlich sein. Wir waren schon lange nicht mehr wiegen, oder? Fällt mir so gerade auf, weil ich es auf der Minimap gerade sehe. Wir haben schon einige Folgen wieder gemacht. Beziehungsweise 8 Folgen. Hatte ich glaube in der letzten Session, da waren wir nicht einmal wiegen. Ist schon merkwürdig so ein bisschen. Aber es ist okay. Weniger Zeitverlust für uns. Das ist wichtig. Können hier richtig schön Stoff geben. Im Moment schaffen wir scheinbar nicht mehr als die... Oh, 74, ich wollte gerade sagen 73, aber wir haben jetzt mal die 74 erreicht. So, jetzt geht's wieder bergab. Dann sind wir dann aber gleich zu schnell, deshalb machen wir das mal so. Oh, Entschuldigung, ich habe den Tempomat eingeschaltet und nicht darauf geachtet, dass ich hier auch auf der Straße bleiben sollte. Weil so im Wüstensand sollte ich das nicht so gut fahren, habe ich mir sagen lassen. Bin mir da allerdings nicht so sicher. So, ich hoffe, mit dem Mikro klappt alles... Ich kann mich erinnern, wir hatten mal eine Folge, wo das mit dem Mikro oder irgendetwas schief gegangen ist und ich nicht wusste, woran es liegt, wieso, weshalb, warum. Wir machen mal einen Spurwechsel, damit wir hier die auch überholen können, die Jungs und Mädels. Jetzt sind wir zu schnell, obwohl wir den Tempomat eingeschalten haben. Ach, Tempomat sind auch nicht mehr das, was sie mal waren, ne? Und ich glaube, ich habe es schon immer wieder gesagt in der Folge. Ich muss immer nach links schauen, auf die Aufnahme, um zu sehen, wie viel Zeit wir schon aufgenommen haben, damit wir es unterteilen können. Und auch mit dem Gedanken, also einige machen das ja so, die nehmen einfach auf eine Stunde, zwei Stunden und teilen dann das Ganze in Abschnitte, also in einzelne Parts. Das mache ich nicht dadurch, dass ich ja ursprünglich gedacht war, dass ich immer schön Hallo und Tschüssi sage. Ist auch so, dass, wie gesagt, wir hatten ja das letzte Mal das kleine Problem oder das kleine Soundproblem, dass das Mikro nicht richtig funktionierte und man mich nicht verstehen konnte und das war einfach nur grausam und ich kann es niemandem verübeln, wenn er sich diese Folge dann nicht angesehen hat. Und stellt euch mal vor, ich mache 2 Stunden Aufnahme mit so einem Sound und kriege das dann erst mit, wenn ich es schneide. Das wäre echt der Horror. Der hätte mir so viel verpasst, weil das... Wenn ich das vorher mitbekomme, würde ich euch das gar nicht antun wollen. So, jetzt muss ich ja. Ich habe so ein Kribbeln in der Nase, ich muss niesen. Nicht gut. Das möchte ich nicht hier machen. Nicht vor der Kamera. Nein, nein, nein. Ich habe den Tempomat ausgemacht. Ja, ich weiß, aber ich.
Das war mir ein bisschen zu riskant mit den Kurven gerade. Jetzt könnte man den Tempomat wieder einschalten, aber wir sind zu langsam. Wir sind zu langsam! Wer weiß, lang kann das nicht mehr gehen, dass wir so mit so... Ich kann nicht sprechen. Entweder das ist zu früh, ich habe keine Ahnung, dass wir mit dieser Höchstgeschwindigkeit fahren können. Mit High Speed. Kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen. Es kommt jetzt allerdings nicht so vor, als ob wir wirklich gut vorwärts kommen, oder? So, hier sind 65, jetzt sind wir zu schnell. Dann sind wir nämlich schon an dem Punkt. Trotzdem, kommt mir gar nicht so vor, dass wir jetzt gut vorwärts gekommen sind. Haben wir so lange gebraucht, um da rauszukommen aus dieser, von der Verladung da. Ich weiß es gar nicht. Naja, kann ich sagen, 200 Meilen haben wir da bestimmt geschafft. Obwohl wir trotzdem mit 75 fahren. Wir sind jetzt auch die meiste Zeit gefahren und haben so wenig Meilen abgerissen, das ist ein bisschen traurig. Ein bisschen traurig bin ich da jetzt schon. Okay. So. Okay, ich glaube, ich habe es auch schon wieder erwähnt. Bei den Kurven muss ich dann auch immer schön aufpassen. Dadurch, dass das mit Tastatur gespielt wird, muss man hier immer wieder nachkorrigieren. Dann kann ich einfach so mit dem Lenkrad einfach in die Richtung halten und dann bleibt das so. Das geht ja bei der Tastatur leider nicht. Bergauf. Da machen wir wieder ein bisschen Geschwindigkeitsverlust. Da haben wir nicht genug Power. Aber wir fahren wieder geradeaus. Das ist eigentlich recht gut. Weil 65 ist jetzt zwar nicht unbedingt der Highspeed, aber es ist auf jeden Fall besser, als wenn wir irgendwo mit 30 lang dreschern müssen. Weil die dreschern. Weil vorne kommt eine Rechtsabbiegung. Rechtsabbiegung ist auch wieder super deutsch, Herr Knorke. Super deutsch. Eine Rechtsabbiegung kommt da vorne. Ja, bitte tragt das in den Duden ein. Das Wort des Jahres 2016. Oder an die Zukunft denken und das Wort des Jahres 2017. Rechtsabbiegung. Okay, wir bremsen jetzt mal ab hier. Wir hätten stärker oder schneller abbremsen müssen. Hätten wir nicht. War schon okay. Ich übertreibe es noch wieder. Ich bin wahrscheinlich noch nicht ganz da. Was ich sehe, ist, dass wir Rot haben. Und das gefällt mir überhaupt nicht. Ich will kein Rot. Ich will Grün. Gib mir Grün. Ich will... Grün. Ich versuche das mit meinen Gedanken zu steuern, es funktioniert. Okay. Gut, ab jetzt 25. Jetzt kommt der Brocken. Jetzt müssen wir wahrscheinlich die Hälfte oder den Rest der Strecke mit 25 fahren. Das wäre echt scheiße. Das wäre kacke. Das will ich nicht. Ich möchte das nicht. Aber es ist wahrscheinlich bloß die Ortschaft hier. Die offiziell gar keine Ortschaft ist, sehe ich gerade. Ich will davon auf jeden Fall schlafen. Aber wir haben noch 5 Stunden. Das wäre jetzt völliger Quatsch, wenn wir da jetzt uns schlafen legen. So, jetzt dürfen wir schon 35 fahren. Nur mein Navi zeigt es mir nicht doch jetzt, ich wollte gerade sagen. Ich zeigt mir das Navi nicht an, dass ich... Oh, jetzt, wir dürfen wieder Gas geben. 55 ist okay. 65 wäre schöner als das. 75, das ist natürlich noch besser. Und 85 hatten wir ja auch schon mal gehabt. Das wäre natürlich... Wow. Ich glaube, da sind wir doch tatsächlich schon ganz gut unterwegs. Wir haben auch gleich die 15 Minuten geschafft für diese Folge. Da muss ich doch jetzt mal zugeben, so schlecht lief es dann doch nicht, oder? Wir machen das mal so, dass wir 600 Meilen sind, dann beenden wir die Folge auch. Obwohl das direkt in der Kurve ist, wäre bitte doof. Wir machen das auf gerader Strecke, also nach dieser Kurve da.
Ja, wir haben den da links ein bisschen verschreckt, das ist aber okay. Ich glaube, das ist einigermaßen. Das ist einigermaßen gerade. Das kann man. Und da ich ja eh gleich fahre, ist ja nicht das Problem. Ich danke jedenfalls, dass ihr dabei wart. Falls ihr dabei wart. Falls nicht, kommt vorbei. was für ein blöder Witz. Ja, vielleicht sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn der Knorkel wieder mit einem ATS kämpft. Ne? Also, für mich geht's gleich weiter, für euch geht's vielleicht morgen weiter oder noch viel, viel später. Ansonsten, einen wunderschönen Tag. Egal, ob ihr zugucken wollt oder nicht. Ciao, euer Knorkel.